2009 wurde von vielen als Krisenjahr prognostiziert. Ein kurzer Jahresrückblick zeigt, dass die Migros-Gruppe das Rekordniveau von 2008 trotz schwieriger Umstände nahezu halten konnte. Zahlreiche Preisreduktionen drückten zwar leicht auf den Umsatz, stimmten aber am Ende die Kundschaft umso positiver. Etwa beim hervorragenden Weihnachtsgeschäft. Zum Beispiel online. Hier erreichten Exlibris und Le Shop Rekordergebnisse. Dazu passt, dass M-Electronics so viele Computer verkaufte wie noch nie und trotz massiv gesenkter Preise mit 2% Umsatzplus glänzte. Mit einem Marktanteil von rund 20% behauptete sich die Migros-Gruppe 2009 bestens und blieb Schweizer Marktführer. Mit weit über 1 Milliarde investierte sie wie kaum ein anderes Unternehmen in der Schweiz. Besonderes Engagement zeigten die 10 Migros-Genossenschaften unter dem Label Aus der Region für die Region. Lanciert 1999 in der Innerschweiz, lieferten allein dort letztes Jahr regionale Produzenten, etwa fürs Gemüseregal, volle 25% der Ware. Zum 10-jährigen Jubiläum 2009 begeisterte das Konzept die ganze Schweiz. Frische, Nachhaltigkeit, Regionalität waren auch Themen der neuen nationalen Werbekampagne. Der Slogan »Ein M besser« steht dabei für noch mehr Mehrwert. Dass Mehrwert für die Migros auch eine Frage der Kultur ist, beweist sie jedes Jahr mit dem Kulturprozent. Und täglich mit ihrer Unternehmenskultur. Der größte Dank dafür gehört den weit über 80.000 Mitarbeitenden aus beinahe 150 Ländern. Nachhaltigkeit ist ein weiterer zentraler Aspekt der Unternehmenskultur. Gerade in den Bereichen Ökologie und Klimaschutz. Ein Beitrag unter vielen, die Migros reduzierte bis Ende 2009 den CO2-Ausstoß gegenüber dem Jahr 2000 um 22%. Und ein Beitrag von vielen, den täglich über 1,4 Millionen Kunden, von 270 Millionen verkauften PET-Flaschen, brachten die Weltmeister im Recyceln rund 90% zurück in die 604 Migros-Filialen. Und liefen dabei x-mal um die Erde, genauer 76 Mal. Apropos, auf der Schiene legten die Güter der Migros im letzten Jahr 10,3 Millionen Kilometer zurück. 2009 wurden zudem neue Nachhaltigkeitslabels eingeführt, wie Top 10 für besonders energieeffiziente Elektrogeräte. Oder bestehende Labels ausgebaut, etwa MSC für kontrollierten, verantwortungsvollen Fischfang. Es scheint jedenfalls kein Zufall, wurde die Migros 2009 als nachhaltigste Detailhändlerin der Welt ausgezeichnet und trugen die Kundinnen und Kunden zu einem weiteren erfolgreichen Jahr bei. Herzlichen Dank!